Willkommen, meine lieben Freunde, zum Teambuilding-Video für den allerersten Spieltag der GPL Season 4. Es geht ran gegen die Team Surskill TV mit dem Team Surstars und es ist mal so, dass ich einen Tag vor dem eigentlichen Spieltag ein Teambuilding-Video hochladen werde. In diesem Video werde ich erklären, wieso ich welches Pokémon mit welchen Sets und so weiter und so fort mitgenommen habe. Dazu kommen wir gleich noch. Und das Ganze wird dann natürlich so sein, dass Daniel, also Surskit oder meine Gegner generell, eben nicht sehen werden, was ich mitnehmen werde. Das heißt, der Kampf ist bereits ausgetragen, wenn dieses Video hier online ist. Also alles sicher. Es ist eigentlich immer so, dass der Kampf bis spätestens Sonntag ausgetragen, nicht Sonntag, bis spätestens Freitag ausgetragen werden sollte. Sonntag sollte der Kampf kommen. Und das heißt, der Kampf ist dann auf jeden Fall, wenn dieses Video hier online kommt, bereits im Kasten sozusagen. Und dann ist alles sicher. Er kann nicht wissen, was ich mitnehmen werde. Außer er hat irgendwie einen Spion hier und keiner. Egal. Auf jeden Fall fangen wir auch direkt mal an mit seinem Team, denn ich werde erstmal auf sein Team eingehen, was er denn mitnehmen könnte, was ich ungefähr erwarten werde. Und ja, fangen wir direkt mal an. Was hat er denn erstmal überhaupt zur Auswahl? Zum einen natürlich Caputoro, Latias Heatran, dann noch Mega Turtok, Porygon 2 und Voltula im UU. Im RU hat er Pionragi und Militalis und im NU Regirock, Velsa und Bundlebee. Ich predikte aus seinem Team Caputoro, Latias, Heatran, Megaturtok, Porygon 2 und entweder Voltula oder Meditalis. Voltula wäre ganz hilfreich fürs Klebenetz, weil mein Team ist etwas schneller als seins, auf jeden Fall. Also, sein Team ist generell langsam und er braucht eigentlich Klebenetz-Support. Und die Sache ist nur, dass Meditalis extrem stark gegen mich ist. Und deswegen würde ich sogar eher Meditalis in seinem Team sehen. Er kann natürlich auch beides mitnehmen, aber ich finde alle ersten fünf Pokémon, die ich genannt habe, relativ wichtig gegen mich. Er braucht Mega Turtok als Switch-In für Snibuna. Porygon 2 ist so ein Pokémon, was einfach gegen alles reinkommen kann von mir, so in der Theorie, also gegen vieles eben reinkommen kann. Und er braucht so ein Switch-In, weil ich re relativ viele Threats habe, die ihm sonst doch einige Probleme bereiten können. Latias ist immer sehr hilfreich gegen auch diverse Pokémon von mir und auch noch Auflockern-Support, wobei er sowieso Turbodreher auf Mega Turtok hat, also wird er wahrscheinlich jetzt hier kein Auflockern spielen. Aber Latias ist auch ein Pokémon, was man immer mitnehmen kann, genauso wie Caputoro. Ich finde, Caputoro ist ein Pokémon, das kannst du eigentlich in jedem Kampf mitnehmen, weil es einfach sehr vielseitig einsetzbar ist und auch relativ stark ist. Deswegen sehe ich Caputoro auf jeden Fall in seinem Team. Heatran ebenfalls, wird er wahrscheinlich auch für die Tarnstände mitnehmen. Deswegen muss er schauen, was er am Ende mitnehmen wird. Ich tendiere eher zu Meditalis als allerletzten Slot. Er kann natürlich auch beides mitnehmen, aber ja, wie gesagt, dafür muss er irgendwas anderes rauspacken. Und dann fangen wir auch direkt mal an mit meinem Team. Und dafür begeben wir uns zum Showdown-Simulator, Teambuilder, wie auch immer. Link natürlich in der Videobeschreibung, falls ihr nicht wisst, was das ist. Hier kann man Teams bauen, dann auch online austesten und laddern und kämpfen und besser werden und keine Ahnung. Ist auf jeden Fall hilfreich, die meisten wissen das, aber manche eben nicht, deswegen nochmal das kurz zur Erklärung. Und ich habe als allererstes meinen Snibuna mitgenommen, denn ich habe gerade eben schon erklärt, er braucht Mega Turtok für meinen Snibuna. Denn die Sache ist, er hat kein Snibuna-Switch-In. Caputoro kommt da nicht rein, weil ich Eistopfhagel habe, direkt auch als allererste Attacke. Latias wird von Abschlag getroffen, Heatran wird von Fußkick getroffen. Das Einzige, was wirklich solide reinkommt, ist sein Mega-Turtok, denn ich mache nicht wirklich viel Schaden dagegen, aber langsam aber sicher kann ich ihm Schaden raufbekommen. Vor allem, wenn die Tarnsteine liegen und ich immer wieder einen Hit raufbekomme, stirbt Mega-Turtok irgendwann, weil Mega-Turtok keine Heilungsmöglichkeit hat. Und sobald Mega-Turtok weg ist, hat Snibuna super viel Spaß mit ihm. Denn auch sein Porygon 2 will keinen Abschlag bekommen, denn dann hat er keinen Evolit mehr und dann kann ich auch noch auf Fußkick gehen. Das macht ordentlichen Schaden. Voltula bekommt extrem viel Schaden von einem Eistopfhagel oder Abschlag. Meditalis will auch keinen Abschlag fressen. Und auch sehr viele andere Pokémon. Wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass der Pionragi, Regirock, Velsa oder Bundlebee nicht mitnehmen wird. Ich könnte natürlich auch jetzt hier für Bundlebee ein bisschen mehr Speed spielen, denn wir kommen direkt mal zum EV-Investment. Kurze Erklärung, aber noch Mogelhieb, wieso ich das drauf habe. Ich habe Mogelhieb für seinen Fokusgurt Voltula drauf, denn wenn er Voltula mitnimmt, wird er es mit Fokusgurt spielen. Dann kann ich mit meinem Snibuna leaden, falls er auch mit seinem Voltula leadet. Ich kann Mogelhieb raushauen und danach auf Abschlag gehen und ihn besiegen, denn die Kombination aus einem Lebenorb-Abschlag sowie Lebenorb-Mogelhieb killt ein Dingens, ein Voltula. Und das ist ganz hilfreich, weil er dann kein Klebenetz rausbekommen kann. Und wir haben hier folgendes Initiativinvestment und generell EV-Investment und so weiter. Das sieht meistens etwas komischer aus. Wieso das Ganze, dazu kommen wir gleich. Wir haben hier so viel Initiative, um sein zweitschnellstes Pokémon Latias zu outspeeden. Ich habe natürlich auch schon Bundlebee erwähnt. Bundlebee hat eine 124 Anit Base. Das heißt, um Bundlebee zu outspeeden, müssen wir eigentlich voll in die Initiative gehen.
Die Sache ist nur, dass Bundleby überhaupt nicht gut gegen mein Team ist. Wieso sollte ich mich auf Bundleby vorbereiten, wenn ich weiß, dass selbst wenn er es mitnimmt, ich sowas wie Magierna habe, ich habe sowas wie Latias, ich habe sogar hier meinen Shaman, wozu wir gleich kommen werden, wieso das ein Check ist. Ich habe genügend gegen Bundleby, ich habe keine Angst davor. Deswegen brauche ich mich darauf nicht so stark vorzubereiten. Und deswegen eben hier nur so viel Initiative, um ein Fullspeed Latias zu outspeeden mit 140 und einem frohen Wesen. Leider hat ein bisschen was gefehlt, um ein hartes Wesen zu spielen, denn ich muss eben Latias zur Sicherheit outspeeden und kann dementsprechend kein hartes Wesen leider spielen. Ich habe dann eben noch so viel KP-Investment, dass ich auf eine ungerade KP-Anzahl komme, beziehungsweise generell einfach alles in KP reingesteckt. Und die Sache ist, ich könnte natürlich jetzt hier auch 8 EVs noch reinpacken, so dass ich jetzt hier nicht diese komische Verteilung in den Verteidigungswerten habe. Dann habe ich aber eine gerade KP-Anzahl. Und dann komme ich nur noch 4-mal in Titanensteine rein, wobei natürlich mit dem Leben-Orb komme ich sowieso weniger in die Titanensteine rein, aber trotzdem lieber eine ungerade KP-Anzahl haben. Und die Sache ist nämlich, dass man mit 8 EVs in einem Wert genauso einen Unterschied hat wie mit 4 EVs auf Level 50. Deswegen spielt man auch nur 4 EVs in den beiden Werten, hier Verteidigung und Spezialverteidigung, das bleibt eben übrig. Dann kommen wir zum zweiten Pokémon und das ist Magierna. Und hier habe ich sehr lange überlegt, was für ein Set ich nehmen soll. Ich habe bestimmt 3-4 Sets gehabt, die ich hier gegen ihn mitnehmen wollte, aber ich wusste nicht, welches am effektivsten ist. Und ich habe jetzt, glaube ich, ein Set, was relativ effektiv ist. Zu dem Item kommen wir gleich, erstmal werde ich die Attacken erklären. Und zwar habe ich Lichtkanone und Aurasphäre als Attacken, als Angriffsattacken, um eben zum einen mit Lichtkanone sein Caputoro zum einen zu treffen und generell einen schönen starken Step zu haben. Und mit Aurasphäre treffe ich seinen Heatran, was sonst ein solider Check wäre, und sein Porygon 2. Dann das Problem leider nur ist, dass ich nicht wirklich was gegen Megaturtok habe, denn Megaturtok wird zwar von Donnerblitz getroffen, was ich durchaus im Set haben könnte, oder Energieball, aber ja, Lichtkanone macht halt nicht viel Schaden und auch Aurasphäre ohne Boost macht nicht sehr viel Schaden. Deswegen habe ich eben Gedankengut drin. Denn nach ein paar Gedankengütern mache ich einfach extrem viel Schaden, auch gegen einen Megaturtok, und er macht kaum Schaden mehr gegen mich, weil er hat gar nicht so viele physische Attacken gegen mich. Er hat nämlich sein Meditalis wahrscheinlich, was er mitnehmen könnte, und sein Caputoro, das war es aber auch schon so ziemlich. Wenn ich ein paar Gedankengüter draußen habe, macht sein Turtok nichts mehr, sein Latias macht nichts mehr, außer er spielt Erdbeben, Heatran macht auch nicht mehr so viel und Porygon 2 sowieso nicht. Deswegen sind Porygon 2 und Latias sowieso Setup-Fodder, denn Porygon 2 macht überhaupt nichts gegen mich, außer mich vielleicht freezen mit Triplette, was etwas nervig wäre. Oder, keine Ahnung, was kann er noch machen? Paralysieren, verbrennen, das wäre jetzt nicht so schlimm. Aber Freeze wäre extrem eklig mit Triplette. Oder er kann mit Latias eben Erdbeben haben, aber das wird er erstens wahrscheinlich sowieso nicht spielen. Und zweitens macht das auch nicht so viel Schaden gegen mich. Und deswegen kann ich mich gegen beide Pokémon relativ solide Setup mit Gedankengut und habe dann auch noch Bizarro-Raum, denn dafür habe ich eben die Möglichkeit, auch noch durchzusweepen mit meinem Magierna im Endgame vor allem, weil er hat natürlich einige Pokémon, die nicht jetzt so schnell sind, aber alle sind schneller als Magierna. Vor allem, weil ich natürlich Minus-Initiative spiele und keine DVs da drin, denn Pokémon, die im Bizarro-Raum langsam sind, also normalerweise, nee, tut mir leid, Pokémon, die langsam sind, sind im Bizarro-Raum eben schneller als die Gegner. Kurze Erklärung, wieso eben Bizarro-Raum, wissen auch die meisten, aber trotzdem nochmal kurz erklärt. Und deswegen Gedankengut Bizarro-Raum, eine coole Kombination, sehr hilfreich. Nach ein paar Gedankengütern kann ich hier einiges an Arbeit machen, vor allem im Endgame, sobald ich sein Team ein bisschen angeschwächt habe. Dann folgendes Investment, wir haben hier volles KP-Investment, volles Spezialangriff-Investment mit einem Wesen, was eben meinen Spezialangriff erhöht um 10% und meine Initiative um 10% verringert. Ich glaube, ruhig heißt das auf Deutsch, und 4 in die Spezialverteidigung, denn dadurch bekommt Porygon 2 keinen Spezialangriffsboost, wenn er eben die Fähigkeit Download hat. Und dann haben wir noch als Item die Gauwebeere. Und die Gauwebeere ist nämlich so, dass wenn wir unter ein Viertel der KP fallen, die Hälfte der maximalen KP wieder regenerieren. Und dadurch, dass wir durch Gedankengut eben unsere Spezialverteidigung extrem gut boosten und er uns langsam aber sicher trotzdem unser Leben wegnehmen kann mit, sagen wir mal, Porygon 2 oder Megaturtok, vor allem wenn Megaturtok mit Siedewasser uns verbrennt oder so, dann können wir trotzdem mit der Gauwebeere, sobald wir unter 25% kommen, uns wieder relativ schön hochheilen. Und dafür ist eben die Gauwebeere da, kann extrem hilfreich sein in bestimmten Situationen und durchaus
kann dieses Pokémon zu einem Sweep ansetzen. Dann gehen wir mal ein bisschen schneller voran. Wir haben nämlich erst zwei Pokémon besprochen. Als nächstes haben wir Brutalanda mit den Überresten, physisch defensiv mit dem Bedroher. Denn ich brauche einen Switch-In für Kapotoro, ich brauche einen Switch-In für sein Mega, ich sag immer Mega, das normale Meditalis. Und dann habe ich deswegen mit den Attacken, Brutalanda habe ich dann ausgestattet mit den Attacken Aeroas, Erdbeben, Ruhrort und Auflockern. Aeroas trifft sein Kapotoro relativ stark und Meditalis eben ebenfalls. Und Erdbeben trifft sein Heatran und Ruhrort eben für Heilung, Auflockern, damit ich sowas wie Klebenetz wegbekomme oder eben die Tarnsteine. Und ich habe hier so viel Initiativinvestment, um schneller zu sein als ein frohes Meditalis und schneller zu sein als ein Kapotoro, was froh ist. Ich bin also wirklich sicher schneller als diese beiden Pokémon. Das heißt, sein Kapotoro kann ich auf Steinkante gegen mich gehen, weil ich mich vorher Ruheorte und dadurch verliere ich meinen Flugtypus und deswegen macht er nicht mehr so viel Schaden. Und ich kann eben ihn ganz gut handeln, auch Meditalis. Ich sage immer Mega-Meditalis, was ist los? Das normale Meditalis macht eben nicht so viel Schaden gegen mich mit dem Eishieb, weil vor allem, wenn ich ihm Bedroher reingehauen habe, macht er eben weniger Schaden. Und dann, wenn ich den Flugtypus verliere, erst recht. Und dann kann ich auf Aeroas gehen und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall brauche ich dieses Initiativinvestment hier. Und habe ich den Rest in KP gebracht für eine ungerade KP-Anzahl. Und dann noch 252 in die physische Verteidigung mit einem physisch-defensiven Wesen. So viel dann zu Brutalanda. Weiter geht's mit Shaymin. Mit der Offensivweste ausgestattet, denn ich brauche auch noch einen Switch-In in sein Mega-Turtok, was durchaus ein kleines Problem sein könnte. Eisstrahl hat er natürlich wahrscheinlich im Set und man merkt auch, Eisstrahl Mega-Turtok macht doch ein bisschen Schaden gegen mein Team. Aber Shaymin tankt auch mit der Offensivweste den einen oder anderen Eisstrahl und hat dann eben sowas wie Schocksamen oder auch Gigasauger, um sich ein bisschen hochzuheilen. Deswegen immerhin diese coole Kombination mit Offensivweste, Gigasauger kann ganz cool sein. Schocksamen muss im Set sein, generell starke Attacke, Erdkräfte für sein Heatran, Zauberschein für seinen Latias. Er hat tatsächlich gar nicht mehr so viele Switch-Ins in mein Shaymin, bis auf Porygon 2, aber sobald das weg ist, macht Shaymin auch sehr gute Arbeit gegen ihn. Dann natürlich das Investment hier. Wir haben wieder so viel Initiative-Investment, um schneller als ein frohes Meditalis zu sein. Hier seht ihr genau dasselbe wie bei Brutalanda. Ein mäßiges Wesen, komplett in den Spezialangriff und 52 in KP. Ich brauche jetzt hier keine wirklich ungerade KP-Anzahl, darauf muss ich jetzt hier nicht achten. Dann kommen wir zu One Kick Man, meinen Kickli mit dem Walschal und da rein hat er wirklich fast gar keinen Switch-In. Denn was will er da reinwechseln? Eigentlich so ziemlich gar nichts, bis auf Latias, aber selbst das will keinen Abschlag fressen. Und auch ein 8-los Turmkick macht extrem viel Schaden auf einen Latias, das will man gar nicht glauben. Ich glaube so ca. 50% oder so. Das ist einfach Schaden. Einfach extrem guter Schaden. Denn es ist nämlich so, dass achtlos eben Attacken wie Turmkick um 20% verstärkt. Und deswegen extrem stark, vor allem mit dem Walschal, sind wir dann schneller als alles in seinem Team. Deswegen habe ich auch folgendes Initiativinvestment, 204 mit einem frohen Wesen. Ihr seht es wieder, die 146 Speed, damit ich schneller bin als ein frohes Meditalis. Und dadurch bin ich auch schneller, also als ein frohes Meditalis mit Walschall. Kurze Erklärung. Natürlich muss es dann auch einen Walschall tragen, weil wir einen Walschall tragen. Und Turmkick haut dann einfach ordentlich rein, da kann er nicht wirklich viel reinwechseln. Erdbeben trifft dann sein Heatran nochmal zur Sicherheit, falls ich nicht auf Turmkick gehen möchte und es missen möchte. Gift-Team ist für sein Kapotoro da und Abschlag für sein Latias. Und deswegen hat er auch jetzt nicht mehr so gut mit Porygon 2 eben zu spielen. Also er kann damit nicht mehr so gut reinkommen, denn sobald Kickli reinkommt, und das kann ja auch durch die gute Spezialverteidigung, eine Triplette oder ein, zwei, drei Tripletten gut abfangen, solange keine Verbrennung, Freeze oder Paralyse kommt, dann kann ich einfach super viel Druck mit meinem Turmkick aufbauen, denn er muss rauswechseln und was will er da groß reinwechseln, vor allem wenn Latias schon Schaden gefressen hat, will da fast gar nichts mehr reinkommen. Und zu guter Letzt haben wir noch dann Carrie, meine Nidoqueen, mit der Petaya-Beere heißt sie, glaube ich, auf Deutsch. Das ist die Anti-Psycho-Beere, denn er hat sein Latias und er hat sein Meditalis. Und beide haben bekanntlich Psycho-Attacken und ich kann mit der Payapa-Berry auf Englisch, also Petaya-Beere auf Deutsch, wenn es mich nicht ganz täuscht, eben die Psycho-Attacken schwächen, die sehr effektiv sind gegen Nidoqueen. Dann habe ich noch ein bisschen Support eben mit Tarnstein, die auf jeden Fall sehr wichtig sein können. Schlammwoge, generell starker Step, auch gut gegen sein Kapotoro, Erdkräfte für sein Heatran und dann noch die Giftspitzen, weil ich dann doch gerne Giftspitzen haben möchte für sein Porygon 2. Ich möchte nämlich nicht am Ende irgendwie Kickli verlieren und dann von Porygon 2 ausgestorben werden und kann eben immerhin mit den Giftspitzen vielleicht noch ein bisschen Vergiftung auf diverse Pokémon bekommen, eben vor allem auf sein Porygon 2.
Und dann haben wir folgendes Investment. Wir haben hier so viel Initiativinvestment, um ein hartes Meditales zu outspeeden. Mit 196 Initiativinvestment und einem Schollenwesen. Den Rest in KP gepackt und dann nochmal 252 im Spezialangriff. Relativ selbsterklärend eigentlich. Und das war es dann eigentlich auch schon vom allerersten Team gegen den lieben Surskill TV. Wir haben gar nicht mal so schlechte Karten vom Matchup her. Ich muss natürlich noch gut spielen. Das wird mal interessant, wie wir da uns morgen schlagen werden. Also für euch dann morgen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es euch gefallen hat. Wie immer, ich freue mich über Bewertungen, Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao.